Herzlich willkommen und moin moin, liebe Leute, neue Runde hier vom Medieval Dynasty, wo ich noch nicht so genau weiß, was wir jetzt machen, ne? Also praktisch hinter uns, wohl direkt eigentlich hängt uns schon an den Hacken, mindestens ein Wolf, vielleicht sogar mehr, ich weiß es nicht. Ist nicht so cool, weil ich weiß nicht genau, ich müsste jetzt eigentlich gucken, was bringt denn wohl am meisten Schaden im Nahkampf, weil bevor ich jetzt mit Pfeil und Bogen da... Eisensense mit 40, die ist wahrscheinlich recht langsam. Das Eisenmesser dürfte relativ schnell sein. Leider auch schon komplett out of Ausdauer. Das sind zu viele. Es waren nicht nur zwei, ich glaube, es waren vier oder fünf. Gute Nachricht, ich lebe noch, aber schlechte Nachricht. Wieso nimmt er da nichts in die Hand? Frage, wo sind die jetzt, ne? Ich habe auch nur Glück gehabt, dass wir abgelassen haben. Was hier aber. Muss hier irgendwo längs. Ein Bär oder so ein Wiesent? Noch ein bisschen Glück haben, ne? Dringend durchatmen, falls irgendwo wieder Gefahr kommt. Ich glaube noch, dass es ziemlich Glück war gerade eben, würde. Oh, hier müssen wir hin. Und wer hätte auch nicht geglaubt, dass ich das noch überlege? Pures Glück. Und da läuft unser neuer Dorfbewohner. Das ist auch ein Tagesmarsch, wa?
Mal begleiten. Was passiert denn eigentlich? Ihm wird nichts getan, oder? Wenn jetzt hier wilde Tiere kommen. Oder schon vorgekommen, dass Dorfbewohner, die man zur Siedlung geschickt hat, nicht lebend angekommen sind. Den Wagen hatten wir noch nicht, oder? Wir sind noch ein bisschen in einen anderen Weg gekommen. Eine Bronzesichel. Noch eine, zwei Bronzesicheln. Also noch 200 Meter. Sind alle gekommen, okay. Warte, auch spannend, ne? Wenn man die auf dem Weg nach Hause beschützen müsste vor wilden Tieren. Mal sehen. Jetzt hier noch mal ein bisschen was. Wir sind sowieso wieder in der Zeit, wo wir jetzt kiloweise, tonnenweise Beeren pflücken sollten. Meiner Meinung nach, zumindest ist bisher mir noch keine bessere, günstigere Variante bekannt. Und so viel Verdorbenes zu kommen, dass man da hunderte Düngeeinheiten von produzieren kann. Jetzt haben wir, ich glaube 600 war das pro Komposter. Wir haben vier, also ne, bräuchten 2400 Beeren, um die komplett voll zu kriegen. Echte Eule oder wie einer der Eulengeräusche macht. Hab keine Fackel mehr. Habe ich noch Rohstoff für eine Fackel? Nö. Na toll. Jetzt müssen wir noch einmal auf 600 Beeren auffüllen schnell und dann ist erstmal zurück. In Rolnitschia und Barantia sind Kräuterhändler, danke. Aber so viel Bock habe ich da jetzt nicht heute nochmal längst zu latschen bei den Wölfen, muss ich sagen. Echt unglaublich, dass ich das überlebt habe. Vier Wölfe oder so direkt an der Hacke. Wahrscheinlich einfach dieser Bereich, dass sie dann irgendwann nicht weiterlaufen, ne? Außerhalb ihres Bereichs. Sie haben nicht über die ganze Karte folgen. Das ist jetzt zumindest schon mal unsere Holzfällerhütte. Wir sind noch so vollgepackt, dass ich gerade nicht schneller laufen kann. So kann ich laufen, ja. Oder schräg. So noch Zeit, bis die Quests zerfallen. Ja, denke ich auch. Das sind ein paar Jahre, ne? Heilt jetzt nicht. Lass mal gucken, ob über den heutigen Tag
wieder 10 Kalkstein oder so dazugekommen ist. Ja, der erste ist voll. Wieder zu essen. Also, rohes Fleisch hier ist. Ich weiß gar nicht, was die damit machen. Und ich wieder raussehen, ich will den Ausgang. Also. Also erstmal ein ganz bisschen Stroh mitnehmen, dass wir uns gleich mal wieder ein paar Fackeln craften können. Dann fangen wir mal an. Es nervt ja sonst, dass es so dunkel ist. Das war schon mal schöner. Und nun Bronzesichel haben wir. Wir hatten aber selber die Sense. Ne? Das ist doch alles, glaube ich, zum Ernten. Ah ne, die ist nur zum Jagen. Weiß ich gar nicht, aber ich glaube nicht, dass unsere Jäger die benutzen. Die benutzen einfach nur Messer, ne? Bronze Axt, Bronze Spitzhacke. Die Axt ist auch fast durch. Ist auch eine Kupfersichel. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch eine gute Kampfeinheit ist, eine Sichel. Erstmal kurz ein bisschen aufräumen. So, wie viel Kalkstein war da jetzt? Siebenunddreißig. Das haben wir jetzt mitten in der Nacht die Hütte renovieren. Sieht gut aus für die erste Hütte. Das reicht. Dann haben wir nachher mal wirklich einen Zufriedenheitsunterschied, ne? So, und hier noch 4 Stücke. Unser erstes komplettes Kalksteinhaus. Ich weiß nicht, ob man mit dem Dach noch was machen kann. Ich glaube nicht, ne? Schon Schindeldach ist, glaube ich, das Beste. Das sieht gut aus. So, warte, dann haben wir mal wieder auf mal das Bauen. Ach, die Bäume blühen. Warte mal. Wollebohr. Was macht Wollebohr? Läuft mal einfach in den Rücken rein hier. Unglaublich. So. Brauchen wir wieder Neues von diesem Weitwegerich, was ich gerade eben so viel gefuttert habe, ne, weil wir echt viel Energie verbaut haben. Da muss man nur mal hier ein bisschen rumsuchen.
Dann geht es ja doch schneller, als man denkt. Jetzt, wo wir zwei Grabungsmenschen haben, die im Grabungsschuppen unterwegs sind und wenn die ganze Zeit Kalkstein organisieren, dann glaube ich, kriegen wir doch relativ schnell unsere Hütten mit Kalkstein verbessert. Die Bären, haben wir ja gesagt, müssen bald dran glauben, wo wir hier ein großes Feld hinsetzen möchten. Würdet ihr das als nächstes noch anbauen? Noch mehr Flachs, weil Flachs dann eben auch Leinsaat und zum Ausdreschen und zum für Textilien, Gewebe echt das Beste ist, glaube ich, an Getreide. Augenblick. Wieder da. So, weiter geht's. Unser Sohn tapert hier noch irgendwo durch die Gegend. Kann ich schlafen. So, wir pflücken weiter. Jetzt müssen wir wirklich sehen, wir sind jetzt schon wieder gleich am Ende des Frühlings. Nach Möglichkeiten unsere vier Komposter voll kriegen. Einen haben wir schon. Das heißt, wir brauchen noch gut und gerne 1800 Beeren. Als wäre es sonst nichts. Bisschen schade, dass sie in der Kräuterhütte dann nicht keinen unreifen Beeren pflücken. Ne? Und wenn ihr sonst gute Tricks habt, kennt, wie man ansonsten ganz viel guten Dünger herstellen kann, den für unsere großen Landflächen brauchen, ne? Gerne, gerne, gerne. Das ist eine große Quelle. Oder halt doch jemand in der Kräuterhütte, die die ganze Zeit Pilzen sammelt. Pilze, Pilze, was auch immer. Haben wir noch Platz für einen, also für zwei Dorfbewohner, männlich, weiblich. Mein Haus steht aktuell leer, wo wir ausgezogen sind. Bestimmt beliebt. Wir schleppen schon wieder zu viel. Irgendwie habe ich zu viel auf Taschen. Müssen wir gleich erstmal aufräumen, bevor wir das nächste Mal loslaufen. Was trinken. Und gegebenenfalls auch noch was essen. Nein, ich hatte mir doch Fleisch mitgenommen, ne? Das ist auch echt nur Mini-Stücke Fleisch sein, wenn man davon einfach mal 10 Stück isst und dann erst satt wird. Egal, wo wir uns umdrehen, überall sind Beerenbüsche.
bisschen einschwierig die Arbeit hier natürlich mit den Bären, aber nützt nichts, müssen wir machen. Ansonsten brauchen wir, glaube ich, viele Tiere, aber die müssen auch wieder eben versorgt werden. Ne? Dann bauen wir nur an Getreide, um unsere Tiere zu versorgen, die dann wieder Dünger produzieren, damit wir die Felder bestellen können. Das ist ja irgendwie auch so ein Nullwirtschaft dann gefühlt. Aber wenn die Tiere sich irgendwann vermehren und man Tiere verkaufen kann, wird das auch richtig Geld, ne? Läuft man dann mit den Tieren ins andere Dorf? Schon mal jemand von euch Tiere verkauft? Wenn ich mal mit mir, ich muss erstmal zurück. Noch nicht voll, ne? Da sind nur die 13 drin gewesen. Geht da denn auch sowas eigentlich rein? Das würde auch gehen, das würde auch wahrscheinlich alles vergammeln. Wird so geschickt, das weiß ich nicht. Ob vergammelt oder nicht, sehen wir dann. Machen schon mal 100 unreife Beeren für hier drüben. Ich glaube, jetzt bauen wir noch schnell den Hühnerstall zu Ende in der Folge, ne? Ich muss einmal runter zum Wasser. Eh was trinken. Stroh pflücken. Mal 20 Stück, weil ich glaube, es reicht, ne? Wird gleich wieder hell. Knapp. Wie ein Holzstamm. Wir müssen mal unsere Straße weiterbauen eigentlich. Schön in der Flucht. Den Baum, weil dann der ist im Weg. Genau, passt aber. Dann werden wir wahrscheinlich die Bronzeaxt jetzt auch brauchen. Erst die Wölfe, dann der Baum. Was alles in dieser Folge? Komm schon. Nicht so gut gelaufen dieser Monat irgendwie. Vielleicht sollten wir uns doch ab und an mal schlafen legen. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall wieder vielen Dank fürs Reinschalten. Auch mehr komische Sachen passieren, machen wir lieber noch eine schnelle Pause. Und trotzdem kriegt die Hütte jetzt noch den letzten Schlag hier weg. Weil wir hier nochmal sehen, ob wir ein riesengroßes Feld machen, gucken, wie groß wir das Feld machen können. Und das dann einfach mit. Hühner ist fertig. Da könnten wir ganz viele Hühner halten, bis zu 10 Stück. Ein Arbeiter. Eier können wir herstellen, Feder könnten wir herstellen. Aber ich müsste halt irgendwie Hühner einkaufen, 2 Stück wahrscheinlich, Männchen, weiblich oder so, ne? Ja, das wird nicht so einfach werden. Schauen wir uns in der nächsten Folge an. Bis dann, vielen Dank. Tschüss.